Ich weiß gar nicht, wie es ist. Ich rede hier um den heißen Brei. Mir fällt es echt schwer, dieses Video zu machen. Die Situation ist halt echt doof. Wie gesagt, habe ich darüber nachgedacht, das Ganze zu beenden auf YouTube. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass... So, herzlich willkommen, meine Lieben, auf meinem Kanal. Diesmal besuchen wir keinen Lost Place. Es geht um ein Thema, vor dem ich mich sehr gesträubt habe, das zu veröffentlichen. Aber irgendwann war einfach die Zeit gekommen, habe ich mir gedacht, um mal dieses Video zu machen, damit ich euch mal so ein bisschen mitnehme und auf dem Laufenden halte, was aktuell bei mir so der Fall ist. Und ganz zum Schluss im Video werde ich natürlich auch eure Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Ja, und zur Feier des Tages habe ich mir natürlich meine Frisur gestylt, die ich ja sonst immer in den alten Videos hatte, weshalb ja auch der Name meines Kanals entstanden ist. Jimmy kommt von Jimmy Neutron, dieser Zeichentrickfigur, die ihr wahrscheinlich, also die meisten kennen sie vielleicht. Wenn ihr sie nicht kennt, blende ich sie hier mal ein. So sieht die Figur auf jeden Fall aus in dieser Zeichentrickserie. Ähnelt halt dieser Frisur, deswegen habe ich das Ganze Jimmy Urbex genannt, weil Jimmy wegen dieser Frisur und dieser Comicfigur und Urbex wegen diesem Hobby, ja, dieses Erkunden dieser verlassenen und altertümlichen Orte, ne? Mit diesen interessanten und manchmal auch traurigen Geschichten. Der Grund, warum ich dieses Video mache, ist aber nicht wirklich ein erfreulicher. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wo ich so wirklich anfangen soll. Muss echt überlegen. Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass es nicht mehr so häufig ist, dass ich ein Video veröffentliche. Das hat einen bestimmten Grund und den möchte ich euch gerne im Laufe dieses Videos erläutern. Also einmal ist es ja wirklich so, dass ich seit August 2024 eine neue Stelle angenommen habe. Eine neue Herausforderung sozusagen, die mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Aber natürlich durch die Einarbeitung und ja, diese neue Arbeit, die ich da habe, nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, vor allen Dingen auch sehr viel Energie. Und ja, das alleine schon sorgt dafür, dass ich ja nicht so wirklich mehr rauskomme und diese Touren auch nicht mehr machen kann, wie ich sie sonst gemacht habe. Und jetzt in der Anfangszeit ist es auch finanziell so, dass es dadurch einfach auch nicht möglich ist, weil ich in den ersten 3 Monaten sozusagen in einer, ach so, ich habe da gerade gesehen, da sind, ist einer oder mehrere, keine Ahnung. Dann gehen wir mal hier hin, weil ich möchte jetzt auch nicht irgendjemanden stören, der hier gerade am Angeln ist oder was. Also finanziell ist es in den ersten Monaten so, dass ich da noch nicht da stehe, wo ich gerne sein möchte, weil ich da einfach so ein gewisses Grundgehalt kriege, dass ich mir aber dann danach, nach diesen ersten 3 Monaten dann, also im 4. Monat ist es dann schon ganz anders. Da habe ich dann wirklich schon das Einkommen, was ich mir dann wünsche und dass ich dann auch mir wieder eine Tour erlauben kann. Ja genau, insgesamt ist es halt nicht so einfach gerade. Das ist echt... Mir fehlen tatsächlich echt die Worte, also ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil es einfach auch nicht so meine Art ist. Also wenn ich was angehe, mache ich das wirklich zu 100% und möchte gerne... Hab da ja auch Spaß dran, an diesen Videos, diese zu drehen und diese zu schneiden und zu veröffentlichen und dann auch mit euch in Kontakt zu sein. Es ist halt nur traurig, dass ich jetzt in letzter Zeit wirklich nicht so rauskam, wie ich es gerne wollen würde. Was aber auch, wie gesagt, der neuen Stelle natürlich geschuldet ist. Und da ist einfach der Fokus dann auch gerade auf dem Job, dass ich das alles erstmal so hinkriege und dass die Einarbeitung auch vernünftig läuft. Ja, dass ich da auf einen gewissen Standard komme, dass das alles zur Gewohnheit wird im Endeffekt. Gewohnheit in Anführungsstrichen. Es ist sehr abwechslungsreich, es macht sehr, sehr viel Spaß. Aber man muss ja auch erstmal reinkommen, um ja, da warm zu werden. Also das, was ich da beruflich mache, was ich da jetzt begonnen habe seit August 2024. Ich bin für eine sehr, sehr große Kanzlei tätig in der Erstberatung im Verkehrsrecht und betreue da halt dementsprechend Mandanten mit ihrem Verkehrsanliegen. Ist ein bisschen komplex, um da jetzt im Detail drauf einzugehen. Genau, ich setze mich hier einfach mal hin und werde euch von hier aus einfach etwas erzählen. Genau. Boah. Hier ist auf jeden Fall wesentlich gemütlicher jetzt. Genau, und an diesem schönen Ort, wo ich mich ja
sehr, sehr gerne aufhalte. Kennt ihr wahrscheinlich aus meinen Stories auf Instagram, dass ich mich hier regelmäßig aufhalte. Jetzt in letzter Zeit habe ich sehr, sehr wenig Stories gemacht, weil mir einfach auch über Tag die Energie fehlt, um irgendwie, ja, jetzt wirklich da, jetzt habe ich das Mikrofon angefasst. Das hört ihr natürlich. Ich würde ganz kurz mal die Jacke ausziehen wollen. Wir sehen uns gleich wieder, würde ich sagen, beziehungsweise ich stelle euch mal kurz zur Seite. Hallo. Schon viel, viel besser. Kamera kurz mal einstellen hier. Geil. So, jetzt fühle ich mich auch viel wohler, so ohne diese Jacke. Wo war ich? Genau. Mir fehlt tatsächlich einfach die Energie und die Zeit, um gerade überhaupt irgendwas anderes umzusetzen, außer meinen Hauptjob, der mir natürlich sehr am Herzen liegt. Und ich bin sehr, sehr dankbar über diese Chance, die ich da bekommen habe und möchte da dementsprechend natürlich auch 110% geben, um ja, einfach mir da was aufzubauen und freue mich, dass ich dabei bin und dass ich da so eine tolle Möglichkeit bekommen habe, von zu Hause aus ja, in dieser Erstberatung für diese große Kanzlei tätig sein zu dürfen. Und macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Nur bleibt da natürlich alles andere auf der Strecke, dass ich Videos drehe, dass ich rausfahre, um Videos zu drehen, dass ich Videos schneide. Es sind wirklich keine Videos mehr vorhanden. Ich weiß auch nicht, wo ich da jetzt gerade ansetzen soll, was ich als nächstes vorhabe, was ich als nächstes machen möchte. Bin da gerade so ein bisschen in der Schwebe. Deswegen veröffentliche ich auch gerade gar nichts, weil es einfach nichts gibt, was es zu veröffentlichen gibt. Außer dieses Video hier natürlich, um euch einfach mal mitzuteilen, wie gerade der Stand der Dinge ist. Man schwankt ja immer so mit den Gedanken, soll ich das mit YouTube beenden oder soll ich weitermachen? Und wenn ich weitermache, wie soll ich weitermachen? Das sind gerade so alles meine Gedanken, die in meinem Kopf rumschwirren. Ich muss ganz ehrlich sagen, und mir fällt es auch echt schwer, das sozusagen, es ist gerade sehr, sehr schwierig, da die Zeit zu finden, und die Energie, um irgendwas anderes zu machen, außer gerade die Arbeit, weil sie sehr viel Zeit und Energie in Anspruch nimmt, was ja auch normal ist. Und ich bin, wie gesagt, mega glücklich darüber, aber da fehlt einfach dann die Zeit für YouTube und für diese Abenteuer und auch die Zeit, um Videos zu schneiden. Ich weiß gar nicht, wie es ich rede hier um den heißen Brei. Mir fällt es echt schwer, dieses Video zu machen. Aber der Ausblick ist schön, ne? Ja. Nur die Situation ist halt echt doof. Wie gesagt, habe ich drüber nachgedacht, das Ganze zu beenden auf YouTube. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich das Ganze auf keinen Fall beenden werde. Da könnt ihr knicken. Also das wird auf jeden Fall weitergehen. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Form. Leute, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr geschockt mit dieser traurigen Stimmung, die ich gerade so ein bisschen gespielt habe. Ist auf jeden Fall Fakt, dass ich nicht aufhören werde damit. Ich weiß nur gerade nicht, wie es jetzt gerade weitergeht. Also finanziell ist es gerade noch nicht auf dem Level, wo ich sagen kann, ich kann rausfahren und Touren machen. Wenn das aber dann der Fall ist, dann habe ich auch wieder die Energie, weil gerade die Einarbeitung jetzt, die wird halt sehr viel Energie in Anspruch nehmen und tut sie immer noch. Bis es dann erstmal läuft, dass man da so eine gewisse Routine drin hat in dieser Arbeit, dauert es halt einfach ein bisschen. Das kennt ihr selber, wenn ihr irgendwo neu in der Firma anfangt, dann ist es einfach so, dass man da so eine gewisse Zeit braucht, um da reinzufinden, sich an alles zu gewöhnen und ja, so ein gewisses Level zu erreichen. Und da, wenn ich was mache, wie gesagt, 110%, und da ist einfach gerade die Arbeit gerade viel, viel wichtiger, weil das ist die Basis, um zukünftig auch weiterhin Videos zu machen und das in der Form, wie es vorher halt war. Ist jetzt gerade einfach nur so ein bisschen die Luft raus. Ist einfach so. Das ist manchmal so im Leben. Das kommt nicht immer so, wie man sich das wünscht. Vor allen Dingen, ich mache das nicht hauptberuflich, ich mache das nur nebenbei und da mache ich mir auch gar keinen Druck und das möchte ich auch nicht, weil sonst, wenn ich mir Druck machen würde, dann würde ich nämlich ganz schnell mit der Sache aufhören wahrscheinlich. Und das möchte ich nicht, weil ich möchte euch nicht im Stich lassen und ich möchte mich nicht im Stich lassen, weil das macht mir ja mega Spaß, rauszufahren, diese Abenteuer zu genießen, die dann nachher auch noch zu schneiden, in Form eines Videos für euch irgendwie zu gestalten, so wie es halt Sinn macht und wie es mir Spaß macht und dass es euch auch Spaß macht. Genau, also da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, ich werde nicht aufhören. Genau, und
wozu ich ja auch kommen wollte in diesem Video. Ich wollte euch ja die Fragen beantworten, die ihr gestellt habt. Das wäre doch jetzt mal ein Moment zu sagen, ich nehme mir mal die Fragen vor, die ihr da gestellt habt. Ich würde erstmal, ich habe hier gar keinen Empfang, das ist ja geil. Ja, es ist hier so eine richtig tote Stelle, ne? Ob ich auf YouTube zugreifen kann und da auf diese Kommentare von euch zugreifen kann, das wird natürlich jetzt spannend. Sonst beantworte ich erstmal die, die ich auf Instagram gestellt bekommen habe und werde gleich mich ins Auto setzen, irgendwo hinfahren, wo ich empfangen habe und dann nochmal auf die Fragen eingehen. Weil ich habe die Fragen von Instagram mir einen Screenshot gemacht. Da kann ich natürlich dann drauf antworten. So, Ulrike hat gefragt, wirst du auch zwischendurch mal wieder eine PU machen? Selbstverständlich, Ulrike, wenn ich die Möglichkeit habe, eine PU zu machen, dann werde ich die auf jeden Fall machen, weil das macht mir nämlich sehr, sehr viel Spaß. Einmal zum Thema PU an sich. Ich bin so in so einem Zwiespalt, also ob ich da jetzt dran glauben soll oder nicht. Es macht mir einfach nur Spaß, mich da hinzusetzen, hinzustellen und mit irgendwas da in Kommunikation zu treten und dann darauf zu reagieren. Das ist ja auch echt spannend für euch und für mich selber auch in dem Moment, weil man weiß ja nie, was da kommt. Und das gestaltet das Video natürlich richtig, richtig toll und spannend. So, was für eine Frage kam denn hier noch? Okay, hier von Exploring Definity kam eine Frage. Ich hoffe, der Wind stört euch jetzt gerade nicht. Ich stelle mich mal ein bisschen gegen den Wind. Was sind neben Urbex denn deine weiteren Hobbys? Das ist eine gute Frage. Also ich muss jetzt einfach nur am besten das nennen, was ich neben dem Videoschnitt und meiner Arbeit und den Abenteuern mache. Das ist im Endeffekt Sport. Ich habe halt Spaß an Sport. Mache ich dreimal die Woche mindestens, um einfach irgendwie eine gewisse Struktur zu behalten in meinem Alter. Ich bin jetzt fast 38, also das ist ja kein Alter, aber trotzdem ist es in dem Alter schon so, dass es nicht mehr so ist wie damals. Also früher mit, ich sag mal, 20, 25 oder so, da hatte ich noch nicht so wirklich die Probleme, da irgendwie Fett abzubauen und Muskeln aufzubauen. Ich glaube, Muskeln aufbauen ist nicht so schwierig, aber ich habe irgendwie, ja, das Bäuchlein, ne? Irgendwie, das geht nicht weg, egal wie viel ich trainiere, ich habe immer so ein bisschen Bauch. Aber ganz ehrlich, das gehört auch zum Menschsein dazu, dass man Bauch hat, oder? Also, ich sehe das jetzt nicht so negativ. genau. Das zu der Frage. Also ich mache halt Sport und interessiere mich dafür. Ich habe früher ja Kampfkunst gemacht, das mache ich heute nicht mehr. Aber ansonsten habe ich halt so ein Hobby. Was ist denn Hobby? Hobby ist einfach das, was ich sonst mache. Ich zocke gerne. Es sind verschiedene Sachen, wie beispielsweise World of Warcraft, falls einem das was sagt. Spiele ich aktuell noch ein bisschen zwischendurch mal. Ich spiele gerne Souls-like-Spiele, so wie Dark Souls, Bloodborne. Was gibt es da noch? Elden Ring. Das sind so meine Spiele, wo ich richtig Spaß habe, so ein bisschen Rollenspiele, genau. Und was gibt es denn sonst noch für Hobbys? Ist mein Hund mein Hobby? Nein, würde ich jetzt nicht behaupten. Also die ist einfach da und das ist toll, dass sie da ist. Aria heißt sie. Genau, also jetzt so andere Hobbys. Ich habe Spaß an dem Videoschnitt, ne? Neben dem Urbexen. Spaß am Videoschnitt. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, mal was gefilmt zu haben, dann kann ich auch was schneiden und da habe ich Spaß dran. So sonst andere Hobbys wüsste ich jetzt gar nicht. Ich esse gerne und ich esse auch gerne zu viel. Das ist ein Problem. Das sorgt vielleicht auch für die Wampe. Kann gut möglich sein. Spielt da bestimmt mit rein. Aber ich habe auch keine Lust da irgendwie jetzt ernährungstechnisch. Ich kenne mich da zwar aus, aber ich habe da echt keine Lust, mir da irgendwie eine Struktur reinzupacken. Und ich möchte gerne das essen, worauf ich Lust habe, weil ich möchte einfach gerne Spaß am Leben haben. Genau, also jetzt so wirklich Hobbys. Ich weiß nicht, ob da ein Hobby bei war, keine Ahnung. Was macht die Liebe, kam von Annika. Das ist eine gute Frage. Ich würde da gerne drauf antworten, mache ich aber tatsächlich nicht, weil ich über sowas in der Öffentlichkeit einfach nicht spreche. Weil es da für mich persönlich hat es da nichts verloren. Was ich so im Privaten, ihr kriegt sehr, sehr viel mit von mir. Aber es gibt so manche Punkte, wo ich sage, das hat bei mir auf meinem Kanal und in der Öffentlichkeit nichts verloren. Deswegen enthalte ich mich, was das Thema angeht. Ich hoffe, man ist mir nicht böse deswegen. J-AdventuresLife hat auf Insta gefragt, was für eine Arbeit hast du denn jetzt? Ich glaube, das habe ich jetzt im Laufe dieses Videos gut beantwortet. Ganz kurz und knapp, ich bin in der Erstberatung für eine große Kanzlei, die in Deutschland Mandanten berät, denen hilft im Verkehrsrecht, dass zum Beispiel, ja,
wenn jemand geblitzt wurde und da eine Strafe zu erwarten hat, dass wir dagegen vorgehen und im besten Fall das Ganze zur Einstellung bringen und dass sie diese Strafe nicht zu zahlen haben. Oder man hat, es kommt ein Fahrverbot auf einen zu oder ein Punkt oder so und wir versuchen das Ganze zur Einstellung zu bringen und im besten Fall dafür zu sorgen, dass das Fahrverbot nicht zustande kommt und vielleicht diese Punkteeintragung nicht zustande kommt. Das sind so, ja, da gibt es noch viel, viel mehr Punkte, auf die ich eingehen könnte, aber das wäre zu viel jetzt für dieses Video. Darum geht es hier nicht. Das ist das, was ich mache. Von Andrea.netzer auf Insta wurde gefragt, wie bringst du Arbeit, Familie plus Hund und das Hobby Urbex Lost Places unter einen Hut? Chapeau. Das ist natürlich eine geile Frage und sehr ausführlich. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Jetzt aktuell, wie gesagt, schraube ich ja das Hobby Urbex gerade so ein bisschen zurück. Obwohl ich ja jetzt am Wochenende, dieses Wochenende, bin ich eingeladen worden auf das Community-Treffen von Kimmys Exploring. Da freue ich mich riesig drauf, auf sie, auf ihre Community und ich weiß ja nicht, wer sonst noch kommt. Ich bin gespannt auf dieses Wochenende. Das ist mal wieder so ein bisschen Urbex-Zeit. Da freue ich mich schon riesig drauf. Wie ich das dann mit dem Hund mache, da habe ich so gewisse Personen beziehungsweise auch ein ganz liebes, eine ganz liebe Tierpension, Hundepension, die da Aria dann immer nimmt für solche Abenteuer. Wie gesagt, aber auch Personen, die dann auf den Hund dann aufpassen oder auf sie aufpassen. Ansonsten habe ich hier bei Insta leider keine weitere Frage bekommen. Wenn ich eine vergessen habe, dann tut es mir leid, aber eigentlich... Also ich guck mal, ob ich jetzt auf diese Antworten auf YouTube zugreifen kann und euch da die Fragen beantworten kann, weil ich habe jetzt gerade tatsächlich, ich weiß nicht warum, da so ein bisschen Empfang. Wir gehen mal auf meinen Kanal selber, gehen mal auf Community-Beiträge. So, und da, ich kann darauf zugreifen. Wie geil ist das denn? Dann beantworten wir doch auch gleich die von Fragen auf YouTube. Konstantin hat gefragt, hi, zockst du noch Videospiele? Wenn ja, welche? Hast du Lost Place-Ziele im Ausland? Videospiele, ja, an sich, wie gesagt, World of Warcraft und dann halt Souls-like-Spiele machen mir sehr, sehr viel Spaß. Die sind sehr anspruchsvoll und da ist echt richtig Action. Da muss man die ganze Zeit draufhauen, zaubern, keine Ahnung was. Das macht mir halt tierisch Spaß. Das sind so Spiele, die ich spiele. Was für Lost Place-Ziele habe ich im Ausland? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, weil in Deutschland gibt es so viel zu entdecken. Was soll ich denn im Ausland? Also bisher habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, ins Ausland zu fahren, weil ich habe ja Deutschland noch gar nicht erkundet. Da gibt es ja kein Ende. Deswegen, also erstmal habe ich noch nichts im Ausplan geplant, aber es kam schon mal fast dazu, dass ich nach Belgien gefahren bin. Ich weiß nicht, was dazwischen gekommen ist. Ich glaube, da war ich noch in einer Umschulung zum Büro, Kaufmann für Büromanagement. Ich glaube, das war das Problem, dass ich da Unterricht hatte in der Zeit und dann hatten aber einige Urlaub, aber ich hatte keine Zeit leider. Genau, dann, was habe ich hier noch für Fragen? Na, wie siehst du deine Zukunft in Sachen Lost Place insgesamt? Neue Orte, Gebäude finden, die noch unbekannt sind, wird bestimmt nicht einfacher mit der Zeit. Das ist eine gute Frage. Dass es tatsächlich nicht einfacher wird, das stimmt. Aber man hat ja so gewisse, ich sag mal, man hat ja so ein gewisses Netzwerk, das einem dabei hilft, diese Orte zu finden. Und ich habe eine ich habe eine Lost Place Karte. Es war jetzt überhaupt nicht mein Plan, dafür zu werben, aber es gibt eine super Lost Place Karte, worüber ich meine Orte mir raussuchen kann. Und die nennt sich Lostio. Lostio. Gerne auf im Google Play Store oder im Apple Store einfach eingeben Lostio und bucht euch die gerne. Und wenn ihr da Geld sparen wollt, während ihr diese bucht und man muss da, glaube ich, monatlich zahlt man da ein bisschen was, 4,99 €, würdet ihr aber dann nicht zahlen, wenn ihr das über meinen Code Jimmy Urbex macht. Da würdet ihr dann, glaube ich, circa 10% sparen oder so. Wenn ihr da Bock drauf habt, Lost Places zu besuchen, wie gesagt, Lostio. Kann ich nur empfehlen, entdecke verlassene Orte. Ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt, also richtig lesen könnt, weil es, glaube ich, spiegelverkehrt, aber auf meiner Kamera ist es spiegelverkehrt. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht richtig rumseht. Genau, also da könnt ihr einfach drauf zugreifen, wenn ihr euch das da bucht. Und dann könnt ihr, habt ihr da eine Karte, die könnt ihr aufmachen. Dann könnt ihr hier theoretisch, könntet ihr hier einen Ort eingeben oder sowas. Ich sag jetzt mal, was weiß ich, Hamburg, Deutschland, da machen wir hier Umkreis 100 Kilometer. So, und dann
zeigt er dir hier einfach ganz, ganz viele Lost Places, ganz viele Punkte an. Und da kannst du dann einfach auf irgendeinen Punkt klicken und dann sagt er dir, was das ist. Und dann kannst du da hinfahren und das besuchen. Also wenn da was für dich ist und du möchtest auch gerne mal ein Lost Place besuchen, dann kann ich dir Lostio auf jeden Fall nur ans Herz legen, weil das ist meine Basis, um verlassene Orte zu finden. Und halt die Community, ne? Man kriegt da natürlich dann auch Empfehlungen und so weiter. Genau. Wie ich die Zukunft sehe, es hört sich ganz schlimm an, aber es ist so, es sterben immer wieder Menschen und hinterlassen ihre wunderschönen Geschichten und Orte. Es wird immer wieder ein Lost Place neu dazukommen und ist ein nicht endendes Hobby. Also da sehe ich eigentlich gar kein Problem, da immer regelmäßig wieder was besuchen zu können. Dann hat hier, also das kam übrigens von Chromatic PSY auf YouTube. Genau, macht meiner Meinung nach Musik, ich bin mir jetzt nicht sicher, gerne mal auf den Kanal schauen. Und dann hat, was ist das für ein Name, Mornes Natur and Animals, hat gefragt, wie kam es dazu, verlassene Gebäude anzusehen und zu filmen, was war ausschlaggebend für dich? Das ist eine gute Frage. Ich habe durch verschiedene Kanäle, wie Leon TV, Tacos World, Let's Urbex, Adventure Buddy, wer kommt mir denn noch in den Sinn? Es gibt so viele schöne Kanäle, die habe ich mir alle angeguckt und habe einmal Spaß gehabt, mir die Videos anzusehen und dann hatte ich aber auch mal Lust, mir sowas anzugucken und dann habe ich mir gedacht, ich habe keine Angst vor der Kamera zu stehen, eigentlich könnte ich das auch machen. Und dann habe ich, so habe ich angefangen und dann fand ich natürlich mit jedem Lost Place immer mehr und mehr diese Orte so spannend, diese Geschichten dahinter, die man sich angucken kann, durchlesen kann, vielleicht in Form von Briefen, da vielleicht nochmal ein bisschen was aus der Vergangenheit sich da anhören oder aneignen kann. Das ist schon spannend und das hat dafür gesorgt, dass ich da dran geblieben bin, ne? Weil das einfach immer wieder spannend und immer wieder aus Neue was Neues ist, weil nicht jeder Lost Place ist ja gleich, die sind alle unterschiedlich und die Geschichten sind auch immer unterschiedlich. Meistens sind sie aber traurig. Ansonsten ist hier bei YouTube nichts. Dann habe ich die Fragen durch. Das war's. Das ist ja der Wahnsinn. Falls ihr noch eine Frage habt, gerne in den Kommentaren einmal reinschreiben. Dann kann ich die in den Kommentar beantworten. Und ganz wichtig, Leute, ich bin nicht weg, weil ich habe hier so viel Spaß dran an der ganzen Sache. Das glaubt ihr gar nicht. Ne? Und wenn ich dann wieder die Möglichkeit habe, rauszufahren und für euch Abenteuer zu erleben, die ich euch dann wieder teilen kann öffentlich auf meinem Kanal, dann wird das so sein. Und dann seht ihr dann auch wieder spannende Videos von mir. Ansonsten sage ich so wie immer, bis die Tage. Wir sehen uns wieder. Keine Frage. Ciao.